Der Star-Moderator Hermes, der Mann in Weiß, war heute bei uns hier in Delft. Ich habe ihn durch das Haus geführt und er hat mich interviewt für ein Special in Willkommen Österreich. Es war für Hermes das erste Mal, dass er in Tirol gedreht hat und das noch dazu in einem Kloster. Lieber Hermes, der Moderator in Weiß, der Mann in Weiß, ein berühmter Moderator, besucht mich aus Wien. Das ist für mich eine große Ehre, dass Sie mit Ihrem Team 4 bis 5 Stunden hierher gefahren sind extra. Ja, gerne doch. Ja. Um mit mir ein Interview zu machen. Freut mich sehr. Für normal interviewen ja Sie mich als Moderator. Jetzt möchte ich Ihnen eine Frage stellen. Gerne. Wie sind Sie zu Ihrem Namen Hermes gekommen? Oh, das rührt noch aus der Studentenzeit her bei mir. Das hat begonnen mit Radio Blume, einer Radiosendung der beiden Altvorderen Grissemann und Stermann auf FM4. Die habe ich jeden Dienstag Nacht genossen. Haben wir das immer angehört. Das war eine Kuppelsendung, bei der es nicht wirklich darum ging zu verkuppeln, sondern wo die Herren, die angerufen haben und sich um die Dame bemüht haben, nicht so wirklich gut behandelt worden, sondern gleich. Also es ging nicht ums Verkuppeln, um ein Paar zu finden, sondern eher um den Spaß, ja, in dieser Sendung. Ich habe dann auch irgendwann angerufen, als begeisterter Fan, ich war damals Nachtportier in Schwächert Mannswert am Arsch der Welt. Ups, darf man Arsch sagen im Kloster? Nein. Habe dort eine Sendung gehört, habe angerufen und mir ist das gleiche Schicksal widerfahren wie allen anderen. Und habe mir gedacht, jetzt sitze ich da der Welt und mit diesem Job und die zwei schmeißen mich auch noch aus der Sendung raus. Und dann habe ich gedacht, okay, ich rufe nochmals an, mit leicht verstellter Stimme, tiefer gestellterer Stimme und einem anderen Namen. Und ich habe damals gerade ein Buch über griechische Mythologie gelesen und der Hermes ist mir besonders aufgefallen, weil er nicht nur der Götterbote ist, sondern er hat noch viele andere Funktionen und auch also ein bisschen eine zwielichtige Gestalt, Gott der Diebe und Wegelagerer und so. Und der war immer irgendwie sympathisch, war ein Fäscher. Ja. Das hat mir gefallen, so entstand der Hermes. Mhm. Ja. Und das ging dann weiter, dann ist diese Figur geblieben in der Radiosendung, dann habe ich die Radiosendung übernommen und dann ist sie immer weitergewachsen. Und es gibt eigentlich außer meinen Eltern, sagt jeder Hermes zu mir. Das war die Entstehungsgeschichte. Das haben Sie eben auch von Hermes, dem Götterboten, gesprochen und da denke ich mir, liegt in Ihrem Namen etwas, was mir selber ein großes Anliegen ist. Ich möchte nämlich auch ein Stück weit ein Götterbote sein. Ich möchte von Gott eine Botschaft bringen und ich denke mir persönlich, ich kann das machen, wenn ich positive, sinnvolle Botschaften in das Netz bzw. auch in den Medien verbreite. Ich glaube, Sie gehen da auch den richtigen Weg. Es gelingt Ihnen sehr gut. Ja? Sehr schön. Das macht mir Mut. Danke für Ihre Worte. Deshalb wünsche ich mir, dass ich immer mehr von dieser Botschaft weitergeben kann und dass ich Ihrem edlen Namen selber sozusagen gerecht werde. Und ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit Ihrer Arbeit. Dankeschön. Und viel Glück. Den Wunsch kann ich nur zurückgeben, ja, der Glaubensbotschafter 2.0 sozusagen. Ja. Danke sehr. Gerne. Alles Gute. Ebenfalls. Ja.